Hallo liebe Freunde des automobilen Motorsports. Heute haben wir hier ein absolutes Highlight, was wir euch präsentieren können. Das ist eigentlich der Supersportwagen von Mercedes überhaupt. Den hat es gegeben ab dem Jahr 2003. Damals hat der Mercedes mit McLaren eine Partnerschaft zusammen gehabt. Und das Ergebnis dieser Partnerschaft war einmal, dass sie 3 Weltmeisterschaften zusammen gewonnen haben. McLaren und Daimler-Benz. Und dann eben dieser absolut irre Supersportwagen. Der hat 8 Zylinder mit einem Kompressormotor. Das ist ein SLR. SL heißt immer sportleicht und R heißt Rennsport. Und aus dem Ganzen, das Auto ist in England gebaut worden, hatte zwar eine AMG-Maschine, kam aus Deutschland. In England haben sie es gemacht, aber das ist ein absolutes Superauto. Schaut euch das mal an, auch gerade hier in der Farbe Silber. Also das ist sicherlich ein Highlight und ich bin der Meinung, dass diese Autos immer noch absolut unterbewertet sind. Die Autos haben ja mal 500.000 Euro neu gekostet, sind vor circa 20 Jahren entwickelt und gebaut worden, bis zum Jahr 2013. Und es gibt nur 500 Stück, mehr nicht. Und sowas hier bekommt man so gut wie gar nicht, ist ein absolutes Highlight. Wenn man sich vorstellt, ich sag mal, der berühmte Vorgänger, das Vorbild für den Wagen ist gewesen, das Uhlenhaut-Coupé. Davon sind Anfang der 50er Jahre 2 Autos gebaut worden. Und jetzt hat Mercedes einen davon verkauft für 135 Millionen Euro. Also das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, Leute, die sehr viel Geld haben, investieren immer noch in das Thema Auto. Freude am Auto, Rennsport, Motor, all das zusammen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass so ein Wagen hier eine absolute Zukunft hat. Die kosten im Moment hier eher hier so um die 350, finde ich absolut nicht viel. Das Auto ist sehr gepflegt, hat um die 40.000 Kilometer gelaufen. Es ist alles voll dokumentiert. So, und wie der fährt und was der für einen Sound hat, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Also bemerkenswert sind die Flügeltüren, wenn ich hier drauf drücke. Das sind so eine Art Schmetterlingstüren, dann gehen die hoch. Schaut euch das mal an. Innen ist er absolut edelst ausgestattet. Auto ist komplett aus Carbon. Also sagen wir mal, die Karosserie ist CFK. Der gesamte Rahmen ist aus Carbon. Und jetzt kommt die Musik, die losgeht hier vorne. Drückt man, da ist der Startknopf. So. Das ist mal ein Sound. Der hat hier vorne Sidepipes. Die sind normalerweise verboten. Bei dem Auto haben sie eine Sondergenehmigung gemacht. Ja, jetzt sitzen wir hier im absoluten Supersportwagen. Heute bei schönem Wetter, ist auch gar nicht so heiß. Also das war in den 2000er Jahren das Schärfste, was man überhaupt in der Sammlung haben konnte, was man bewegen konnte. Und die Werte sind ja bis heute absolut astronomisch. Also das Auto braucht 3,5 Sekunden von 0 bis 100, hat ca. 630 PS. Obwohl er 1,8 Tonnen wiegt, ist er in 28 Sekunden auf 300 und hat eine Spitze von 334 Stundenkilometer. Also das sind wirklich absolut irre Werte. Und was ich jetzt, ich bin das Auto vor 2 Tagen schon mal gefahren, damit ich so ein bisschen Gefühl dafür bekomme, weil wir so ein SLR ja auch nicht jeden Tag bewegen. Also wenn man den fährt, man kann bis 200 Stundenkilometer reden, er hat hinten dieses tolle Windschott. Es ist überhaupt kein Wind hier in dem Wagen. Dann hat er vorne diese extrem langgezogene Scheibe. Und dadurch sitzt man hier wirklich perfekt drin. Also anders kann ich das nicht sagen. Und er hat auch eine ganze Menge technischer Helfer, die es also früher so in der Form gar nicht gegeben hat. Ist in den 2000er Wagen, sage ich mal, in den 2000er Jahren, die Hochzeit der Boliden, so würde ich das nennen. Und von den bedeutendsten Boliden, neben dem Bugatti jetzt mal Veyron, den es natürlich auch gibt, ist sicherlich dieser McLaren SLR. Und er ist ja selten gebaut. Es gibt nur 500 Stück. Und wenn man sich überlegt, dass der mal 500.000 Euro gekostet hat, da liegt er heute immer noch unter dem Neupreis und das ist bei solchen Supersportwagen nicht üblich. Und das ist für mich also absolut sicher, dass die Zukunft für so einen Wagen, das hat er noch vor sich. Und wenn ich jetzt, also ist jetzt gerade halb, dreiviertel Jahr her, dass sie dieses Uhlenhaut-Coupé Anfang der 50er Jahre weiterverkauft haben, das muss man sich mal vorstellen, für 135 Millionen Euro. Das war zwar natürlich einer von 2 gebauten Autos, aber das war die Vorlage für den Wagen hier. Von der gesamten Optik, vom ganzen Design, dieses Sportliche, dieses Exklusive, das ist praktisch sein
ja, Vater gewesen, so kann man sagen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass so ein Auto hier heute 350.000, 400.000 Euro kostet. Das ist zwar eine Menge Geld, okay, aber für so einen Supersportwagen finde ich das nicht. Also er ist gut eingefahren. Mal was zur Qualität von dem Auto. Er hat hier in der Mittelkonsole so ein paar Schrammen, aber das ist jetzt auch nicht so besonders hochwertig. Das kann man also mal ersetzen. Das wird auch kein Vermögen kosten. Wahrscheinlich hat derjenige einen Ring gehabt. Muss ein Kanadier gewesen sein. Das Auto hat die Erstzulassung in Kanada. Und es sei an der Stelle verraten, also Scheckheft pflegen heißt, bei so einem Wagen kostet auch Geld. Jetzt wollen wir mal gucken. Boah. Also, man hört nur noch Kompressor und Sound. Ja, absolut irre. Ja gut, was hat er hier? Er dreht bis 7000 Umdrehungen, ist natürlich Wahnsinn. Und hat auf dem Tacho 360 Stundenkilometer stehen. Hier im Tacho steht auch McLaren. Die haben den Wagen in England gebaut. Da ist zwar die Maschine noch dann reingesetzt worden von AMG, ist ein AMG-Motor mit 5,5 Litern Hubraum, aber die Beschleunigungswerte, also keine 4 Sekunden bis 100, und dann schiebt der so richtig an, weil der hat richtige 8 Zylinder und einen wirklichen Hubraum von 5,5 Litern. Heute ist das gar nicht mehr so. Heute ist das fast alles mit Turboladern aufgeblasen oder so. Pass mal auf, hier sind Kinder. Ja, so, er findet das auch toll. Ja, Omi hat sich gefreut, siehst du, das war doch schön. Ja, für kleine Kinder, also das Thema Auto, das ist nach wie vor voll drin und die finden das toll. Ich sehe das bei meinen Jungs, ich sehe das auch bei der Schule meiner Söhne. Finden die absolut klasse. Das Thema Auto, den wird es auch immer geben. Und das sieht man auch so an solchen irren Investitionen von so einem Uhlenhaut-Coupé. Das sind ja Geschäftsleute, die sich sehr genau überlegen, was sie investieren. Und wenn sowas investiert wird in der Höhe, dann glaubt man daran. So einfach ist das. Ja, jetzt nochmal zu dem Auto. Hier natürlich äußerst exklusiv ausgestattet, zweifarbiges Leder. Außen hat er eine total irre silberne Lackierung, die etwas grobkörniger ist, die aber fantastisch aussieht. Und hier komplett volles Leder. Dann hat er ein relativ modernes Info-Entertainment, was es in den 2000er Jahren halt gab, was damals das Beste war. Hier komplett alles Leder hier vorne. Ja, und was noch? Da hat er so ein weinrotes Verdeck hinten. Das können wir euch gleich nochmal zeigen. Was natürlich elektrisch zu bedienen ist. Die Bedienbarkeit ist hier vorne unter diesem Knopf. Hier muss man auf und zu. Das ist hier vorne. Und dann hat er auch ESP und solche Sachen. Weil wenn man hier drauf tritt, also so ein Wagen geht, also wirklich ganz gewaltig zur Sache. Und ja, ich fahre im Moment mal ein bisschen langsam, dass die Drohne auch hinterherkommt. Weil ich finde, so einen Wagen muss man auch von oben mal zeigen, weil der ein irres Design hat. Er hat auch die Kiemen an der Seite, steht Schriftzug McLaren da. Und da diese Zusammenarbeit heute nicht mehr besteht, das wird es nicht mehr geben. Das ist eigentlich das Interessante. Dadurch hat der Wagen ein Alleinstellungsmerkmal. So einen Wagen wird man nicht mehr bauen. Das wird ein Einzelstück bleiben, diese Serie mit 500 Fahrzeugen. Und ich sag mal, ich bin der Meinung, dass diese Autos heute noch günstig zu haben sind. Wer so ein bisschen Geld anlegen möchte und überdies also absolute Power haben möchte zum Fahren. Boah, das ist fantastisch. Und von der Größe weiß ich jetzt gar nicht, aber er hat eine wahnsinnig lange Motorhaube vorne. Ich weiß gar nicht, ob Paul das mal zeigen kann. Also das Design von dem Auto finde ich aufregend. Wirklich absolut aufregend. Und danach dieser Sound aus den Sidepipes, übrigens ganz interessant. Wenn man ein bisschen wärmer den Wagen gefahren hat, dann werden die Katalysatoren mit Benzin gekühlt und dann kommt immer Feuer raus. Also wenn man damit nachts unterwegs ist und der Wagen ein bisschen warm ist, sieht das richtig spannend aus. Boah, der hat einen Sound. Fahrradfahrer von vorne, was ist das jetzt? Nee. Mal gucken hier. Oh, der macht aber gleich so. Ne? Ja, man muss vorsichtig sein. Mit dem Wagen muss Auto fahren können und man muss wirklich wissen, dass man eine echte Verantwortung hat, weil das ist Auto. Also eigentlich sind diese Leistungen von einer normalen Straße ziemlich viel. Ja, also bitte vorsichtig sein bei so einem Auto. Das macht Spaß. Ne? Bin neulich ein Stückchen Autobahn gefahren mit dem Auto. Der ist ja schlagartig auf 200. Und man sitzt hier drin, ist relativ leise. Eins, was man hört, ist das Bollern der 8 Zylinder. Ja, schon fantastisch. So, soll ich dich jetzt hier rauslassen? Da ja. Kommt garantiert die Bäuerin wieder ja. Und macht Theater. Ich sag's bloß. Ja. Ne?
Ja, so gut finde ich das gar nicht. Ja, das einzige Metall bei dem Wagen, das ist die Motorhalterung. Der ganze Rest ist entweder aus CFK, Kunststoff, damit man halt eben entsprechende Gewichtsersparnisse hatte. Auch die Bremsen sind Carbon-Keramik. Das ist übrigens auch der Punkt, also wenn man da mal ein paar neue Bremsen braucht, das kostet fünfstellig, geht richtig ins Geld. Und, aber die sind so toll konstruiert, wenn es regnet, gibt es keinen Wasserfilm auf der Bremsscheibe. Die sind, laufen so dicht an der Scheibe entlang. Also man hat vor 20 Jahren, das ist immer schon 20 Jahre her, das Beste technisch hier gebracht, was man aus dem Rennsport kannte, das Beste. Das war damals absolut top, ja wie sagt man, top im Zeichen der Zeit. Also was Besseres gab es seinerzeit nicht. Und da hat man auch egal, was das gekostet hat. Deswegen, klar, damals ein Preis von 500.000 Euro ist natürlich eine richtige Zahl gewesen. Das war denen egal, die wollten einfach das Beste auf die Straße bringen, was es gab, ähnlich dem Uhlenhaut-Coupé. Und deswegen sind am Ende ja auch nur 500 Fahrzeuge verkauft worden vom Roadster, weil das einfach mega teuer war. Und sowas konnte sich damals wirklich nicht jeder leisten. Es würde einen Preis heute von über 1 Million entsprechen, darf man nicht ganz vergessen. Und so gesehen ist meine Meinung, das ist hier ein Schnäppchen. Übrigens zum Verbrauch, so ein Wagen verbraucht drumherum 20 Liter. Man fährt ihn ja nicht 60 im fünften Gang, er hat ein Fünfganggetriebe, sondern man tritt da auch mal drauf, weil das ist so gigantisch. Erinnert mich so ein bisschen an Dragster, auch vom Sound her, aber irre. Also es ist wirklich faszinierend. Wenn man das mit einem Porsche vergleicht, kann man nicht vergleichen. Das ist eine ganz andere Abteilung hier. Das ist eine ganz andere Nummer hier. Man merkt, dass der schwer ist, obwohl man versucht hat, den Wagen so leicht es geht zu machen. Ist ja vieles aus Kunststoff und Carbon. Der gesamte Unterboden von dem Auto ist komplett abgeschlossen und mündet hinten am Heck in einen Diffusor. Und damit das noch nicht genug ist, haben sie hinten auch ein Leitblech oder ein... Ein was? Ach, guck mal hier, das ist eine Luftbremse. Hat er auch. Also damit er also möglichst viel Kraft hinten auf der Hinterachse hat, wenn man da mal voll bremst oder... Achso, Vorsicht, jetzt haben wir den Güllewagen vor uns. Da müssen wir gucken, wir fahren offen, dass wir da dran vorbeikommen. Klebt auf der Straße, das muss er auch. Ich habe vorher mal drauf getreten. Er macht ganz schnell so einen Schlenker, weil die Kraft auf die Straße zu bringen, ist nicht eben einfach. So, wir haben jetzt hier... wie wir gefahren sind. Wir haben ihn da kalt angemacht. 24,6 Liter Durchschnittsverbrauch. Wenn wir jetzt normal weiterfahren, wird er sicherlich auf 20 oder 18 Liter runtergehen. Aber das ist ja wirklich, also wie eine Stampede Elefanten. Irres Auto, das ist wirklich toll. Also ist auch schade, wir haben schon mal einen grünen gehabt. Das ist jetzt der zweite, den wir haben. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Wagen wieder fahre, das ist faszinierend. Also da hat man technisch echt was auf die Beine gestellt, was einmalig ist. Und ich finde es schade, ich habe das heute Morgen gerade gelesen, Audi baut jetzt gerade seinen letzten RS6 und dann ist vorbei, dann gibt es da nur noch Elektro. Also mir sagt mein Bauchgefühl, das ist ein Riesenfehler, was da gerade gemacht wird. Die werden alle zurückrudern müssen. Das wird Milliarden kosten. Elektro muss man nicht abschalten, aber dass man sagt, nur Elektro und sonst nichts anderes, das halte ich für einen Fehler. So. Ja, also Steigungen sind dem Wagen absolut egal. Und ich glaube, wenn ich hier einen Düsenjet und den Wagen daneben stelle, das geht ja ab wie eine Rakete, das Auto hier, ist er vorne. Also ich glaube, der ist schneller als irgendein Luftverkehrsfahrzeug. Und der Sound alleine. Wow. Ja, man sitzt relativ tief in dem Wagen, aber schaut euch mal an, was das hier spektakulär ist, diese irren Flügel. Ich mache mal kurz jetzt auch die andere Tür auf. Also es gibt kein zweites Auto mehr, was so ein Wahnsinnsdesign hat. Das ist auch hier vorne voll toll gemacht. Das geht los bei den wirklich irren designten Rücklichtern. Schaut euch die mal an.
Klar, wenn man so eine Einheit kaputt fährt, ich glaube, davon gibt es auch nicht viele, es ist relativ teuer. Da die markanten Buchstaben SLR, Sportleicht Rennsport. Hier ist der Flügel, die Luftbremse, die ausfährt oder bei höherer Geschwindigkeit. Dann hat er hier unten einen Diffusor, das ging ja zu der Zeit praktisch erst los, damit kam auch direkt aus dem Rennsport. Kofferraum ist relativ klein, reicht aber. Er hat hier einer der ersten elektrisch versenkbaren Verdecke, die es überhaupt gab. Und sehr schön gemacht in Weinrot. Das ist ein ganz toller, edler Stoff hier. Wir lassen aber, weil das Wetter heute schön ist, es einfach mal drin. Ja, was kann man noch sagen zu unserem Auto? Also, Paul soll euch mal zeigen, also hier die höchst edel ausgestattete Tür. Alles in zweifarbigem Leder und hier vorne ist natürlich eine tolle Befestigung der Flügeltüren. Also wie man das überhaupt sich hat einfallen lassen, dass das so zu öffnen ist, finde ich toll. Außenspiegel ist rechts an der Tür befestigt, der klappt also auch mit nach oben. Ja, und dann in der Mitte sieht man nochmal ganz groß die Buchstaben SLR. Das ist es eigentlich, was den Wagen ausmacht. Was macht er denn da gerade? Hallo? Nee, das ist nur ein Film. Ach so. Mache nur Kamera. Alles klar. Ciao. Das war ein Elektroautofahrer. Habt ihr das gehört? Der war aber nett. Finde ich ja toll. Gibt auch nette Leute, die Elektroauto fahren. Ja, was mache ich? Geht aber nicht. Okay, also Haube ist ein bisschen kompliziert, muss man wissen. Zieht sich nach vorne, hier sind zwei Hebel. Also bei dem Auto ist einfach alles absolut irre. Schaut euch mal das an, wie das gemacht ist. Ist ja sensationell. Auch der große Stern da vorne. McLaren-Zeichen auf der Seite der Haube. Ja, und hier habt ihr diesen gewaltigen Motor mit Kompressor. Der ist von AMG, da steht auch ganz dick unübersehbar SLR drauf. Boah, man merkt, was der für eine Abwärme hat. Jetzt sind wir gar nicht weit gefahren, vielleicht 10, 12 Kilometer. Ja, der verbraucht halt eine irre Energie, so ein Motor. Das ist einfach Kunst, das ist Design, das ist technisch das Höchste, wozu deutsche und englische Mechaniker in der Lage waren, Konstrukteure. Hier vorne alles Carbon, könnt ihr sehen. Das ganze Auto, es ist wirklich völlig egal, wo man da guckt. Edel, teuer und das Allerbeste, was es gibt. Hier unten übrigens sind die Sidepipes. Und hier den Luftablass, den braucht man tatsächlich wegen der starken Wärmeentwicklung. Das gibt es doch, oder gab es das erste Mal 1954 beim 300 SL. Beim Uhlenhaut-Coupé haben sie es auch schon gebracht, 1952. Und es ist ja praktisch dann legitimer Nachfolger. Ja, schaut euch mal diese Technik. Also das ist wirklich ein Auto. Es ist egal, ob man da auf die Felgen guckt. Es ist alles sensationell. Diese irren Bremsen, die da drin sind, schaut euch das mal an. Also es ist alles überdimensioniert. Und wenn man ihn fährt, merkt man das auch. Das ist ein technisches Kunstwerk allererster Klasse. Und ich finde ihn in Silber toll. Das ist ein ganz edles, tolles Silber. Könnt ihr hier sehen. Es ist eine wunderschöne Farbe. Es ist kein normales Silber. Er hat ein bisschen Gebrauchsspuren, er ist ja wirklich auch gefahren worden. Erst in Kanada, dann hier in Europa. Aber das ist normal. Das Auto ist fast 20 Jahre alt, der Wagen ist aus dem Baujahr 2007. Die sind bis 2013 die letzten gebaut worden. Ist dann der Stirling-Moss-Wagen gewesen, der kostet 2 oder 3 Millionen mittlerweile, noch viel, viel mehr. Aber schaut euch das mal an, das ist doch wirklich spektakulär. Also exklusiver geht's nicht. Konstruiert hat den Wagen übrigens Gordon Murray, der hat jede Menge Formel 1 Wagen damals auch gemacht. Das ist ein Highlight und das ist bisher gar nicht richtig erkannt worden. Ich bin auch der Meinung, das ganze Design bei dem Auto ist dermaßen spektakulär. Auch wie edel das hier innen alles gestaltet, designt und ausgestattet ist. Also kann man kaum toppen. Ich glaube, greift zu. Im Moment könnt ihr solche Autos noch verhältnismäßig preiswert kaufen. Die Zeiten, die werden bald vorbei sein. Das ist absolut was für eine Sammlung und wie der Wagen fährt, das fasst einen an. Also normaler SL65 oder irgendwie das, was wir teilweise auch haben, diese Black Series Autos, schön und gut, ja. Aber das hier ist feiner, edler und gewaltiger. Und natürlich exklusiver, logischerweise. Vor allem mit der Historie, sowas wird es nie wieder geben. Das ist ein Einzelstück. Dieses Auto, was man da gebaut hat, Mercedes SLR McLaren, ist ein absolutes Unikat. Und das war ja eine sehr, sehr erfolgreiche Partnerschaft zwischen Mercedes und McLaren seinerzeit. Und das ist das Ergebnis, ist dieses Auto.
finde ich total toll. Haben wir wieder vor wie Poto vor uns. Die Wirklichkeit hat uns zurück. Naja. So, was soll ich jetzt noch machen? Nee. Hier, dann landen wir in der Hecke da hinten. Nee. Baumann, ich soll drauf treten, aber ich habe richtig Respekt vor dem Wagen hier. Wir sind schon schön vorsichtig. Wir haben gerade eine dicke, dunkle Wolke über uns, wo es ab und zu mal ein Tropfen draus regnet. Also bei dem Auto muss man aber, er ballert ja, dieses Donnern der Auspuffrohre. Er hat übrigens Sidepipes auf beiden Seiten. Also er hat genau genommen 8 Rohre, 2 links, 2 rechts. Also ein echtes Spektakel. Irgendwie ist das Auto irre, total irre. Irgendwie so ein Batman-Auto oder so, auch von der Farbe hier und so, ne? Wahnsinn. Also sicherlich was Außergewöhnliches. Ein Auto aus dem Vollen geschöpft mit allem, was vor 20 Jahren möglich war. Das ist den Ingenieuren und Technikern absolut gelungen. Und dem Herrn, boah, das donnert, ist ja Wahnsinn. So, nochmal gucken, da geht es ein bisschen geradeaus. Eigentlich ist das auch ein James-Bond-Wagen, ne? Aber naja, andere Zeiten, andere Autos. Aber der Wagen ist absolut irre. Wahnsinn. Also ab einer bestimmten Drehzahl ist der so laut, dass ich mein eigenes Wort hier nicht verstehe. Ist unglaublich. Also Windgeräusche gehen in diesem Knallen völlig unter. Wahnsinnsauto. Und also jede Unaufmerksamkeit verzeiht der Wagen überhaupt nicht. Man muss sehr aufmerksam Auto fahren, weil er auch wirklich an der Straße klebt. Also jeder Millimeter, der reagiert sofort. Das muss er auch. Er hat eine Höchstgeschwindigkeit von 334 Stundenkilometern. Beuerberg war eine völlig außergewöhnliche Testfahrt, Probefahrt, Filmchen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, geht ja bei uns immer weiter, gibt auch jetzt nochmal wieder ein toller neuer Film, er geht morgen weiter, also los, also Quatsch, alles durcheinander, alles nochmal von vorne. Ich sage erstmal Tschüss, bis zu meinem nächsten Film, morgen geht's weiter, euer Stefan, bis demnächst und ciao.